Hallo, hier ist wieder der Xi und es geht weiter mit Gradius 3. Ja. Auf dem Weg zum dritten Level? Ja, glaub schon. Das war wieder unnütz. Ich bräuchte ein Schild, Leute. Wäre das möglich? Ja, auf jeden Fall. Ja gut, wir sind jetzt beim letzten Durchgang ohne Save States. Je nachdem, wie es läuft natürlich. Ist ja noch nichts entschieden. Sollte ich in diesem Durchlauf hier jetzt doch weiterkommen als jemals zuvor, werde ich meine Meinung nochmal ändern. Aber dazu muss es erstmal kommen. Sollte es in dieser Folge nichts werden, sollte mich das Game Over wieder erwarten, dann gibt's in der nächsten Folge, ab der nächsten Folge, Save States. Fast ein bisschen langsam, so. Lieber gleich mal die Punkte wieder sammeln, dass ich mein Schild regenerieren kann, sobald es weg ist, wie zum Beispiel jetzt. Mist. So, ja, jetzt soll ich fällig sein. Wupp. Ja, Schild. So. Wieder ausrichten. Moment. Wie aggressiv sie jetzt alle werden. Nur weil ich jetzt besser ausgerüstet bin. Darf das denn nicht auch mal sein? So. Komm, 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 komm. Wer hat diese Steine fliegen? Naja. Nein. Fall schon runter. So. Mal wieder hier drinnen. Muss ich mich erstmal wieder orientieren. Ah, da ist die Wand. Was? Hat mir die Wand jetzt mein Schild zerstört? Das kann es ja wohl nicht sein. Geh weg, Stein. Komm schon. Wieso? Ja, klar, weil das Kraftfeldschild natürlich. Ja, gut, da wäre mir aber mein anderes Schild noch wesentlich früher kaputt gegangen. Muss ich aufpassen? Ja, ja. Der letzte konnte nämlich wieder schießen. Das dachte ich mir schon. Das hab ich mir schon gedacht, dass der wieder zum Schuss kommt. Ja, da habe ich mal wieder was ganz Tolles gesagt, ne, Leute? Hat der Xi mal wieder was Versautes gesagt? Nein! Wow, Gott sei Dank konnte er nicht schießen. So. So. Wieder die Schirmchen. Unsere alten, altbekannten Gegner. Ja, mittlerweile schon sehr altbekannt. Wupp. Wupp. Nein. Immer schön auf Abstand bleiben. So, mal wieder der Endgegner der dritten Welt. Des dritten Levels. Ich sehe schon, heute habe ich mal wieder eloquente Perfektion. Beziehungsweise
haben Poeten gefressen. Und es nervt mich nach wie vor, dass diese Laser einfach eben mit der Bewegung mitgehen des Gegners. Mit der Bewegung des Gegners mitgehen. Ich bin nicht gut ausgerüstet. Der Gegner darf ruhig dann auch drauf gehen. So. So. Auf! Ja, so viel Platz hat man da drin nicht. So, jetzt ist eins davon kaputt. Ich bin nicht gut ausgerüstet. Also den müssten wir eigentlich demnächst haben. Verdammt! Warum tut er das? Blöder Gegner. Das solltest du nicht tun. So. Jetzt weiß ich natürlich wieder nicht, wo die Platten das letzte Mal kamen. Dass ich mir das auch nicht merken kann. Ja, sie kamen wohl offensichtlich das letzte Mal von... Ach. Ich brauche wieder ein Schild. Ganz dringend. Nee. Komm, noch einer. Ein Punkt. Und weniger Gegner. Aber gut. Nächstens einer der Wünsche wurde mir erfüllt. So. Fall um. Ebenfalls. So. Ja, warum nicht? Verdammt. Ja, für die, die am Boden liegen, bräuchte ich den Ripple Laser, ne? Ich wollte gerade sagen, schieß doch bitte den Two-Way. Komm. Einfach durch. So. Sicher bin ich immer noch nicht. Wow. So. Und hier muss ich noch nichts befürchten. Nein, 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 nein. Das darf ich nicht einsammeln. Andererseits. So. Ich dachte mir, neues Schild ist vielleicht auch nicht verkehrt. So, jetzt könnt ihr nicht schießen. Komm, 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 komm. Mach auf. Jetzt kommt ihr wieder. Ja. Ah, verdammt. Nein. Nein, nein, komm, geh drauf, geh drauf, geh drauf, geh drauf. Geh drauf. Schild kriege ich gerade so nicht drauf. Das sieht aus wie eine mittlere Bossstufe. Komm, mach die Klappe auf. Gut, vierte Level auch erledigt. Ach nee, die kamen ja beim letzten Mal. Es kommen einfach gar keine. Ist auch in Ordnung.
So. Wow. Ach ja, wieder dieser Level. Dieses Level mir egal. Ja. Nein, lass mir meine Options. Danke. Man könnte mir eventuell anmerken, dass ich etwas angespannt bin. Autsch. Nein, 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 ich sagte nein. Komm, 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 ich brauche noch die Ausrüstung fürs Schild. Ah, da hat sich's durchs Schild durchgefressen. Ich glaub's nicht. Oder schlägt es einfach durchs Schild durch. Das kann natürlich auch sein. Hä, hey, was? Das hat jetzt nicht gerade auch den. Okay. Komm, 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 komm. Ja! Von wo kommst du? Da. So. Übliche Taktik. Ja, der Tube ist bei dem Gegner definitiv eine klügere Wahl als Ripple Laser. Aber das kommt nicht oft vor, dass dem so ist. Also, ein paar Rodeos wüsste ich jetzt gerade keine Möglichkeit, wo der Two-Way um so vieles nützlicher gewesen wäre. So, von wo kommst du jetzt wieder? Brennendes Scheusal. Komm, 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 fliegende Kreisbahn. Ja. Jetzt wäre es noch nett, wenn du drauf gehen würdest. Willst du aber nicht. Fliegst du wieder eine 8, ne? Kannst du gerne machen, solange du drauf gehst. Komm schon. Ach nee. So haben wir nicht gewettet. Uah! Scheiße. Oh Gott. Jetzt hat's mich doch ein bisschen arg mitgenommen. Meine Güte. Entschuldigt. Ich werde wieder. Wow. Ich werde wieder viel zu, viel zu, viel zu. Wow. Viel zu, ne? Ne? Wisst ihr schon, wisst ihr schon. Kennt ihr mich? Ah, verdammt. Stimmt. Da wäre der Two-Way gewesen, verdammt. Ich muss wieder von vorne, oder? Ja, natürlich. Was auch sonst. Sag mal, konnten wir nicht einfach die 2 Punkte geben, die ich für. Ach, da ist der Two-Way! Two-Way! Ist ja in Ordnung, Leute! Ist ja alles gut! Ist ja alles. Boah, wundervoll! Boah.
Aber die Musik hier ist auch wieder echt sauschön, muss ich sagen. Ja, wieder diese eigenartigen Pflanzenärmchen, die da. Ach komm, die hat mich doch nicht erwischt. Komm, 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 ich bin drin. Bitte, ja, danke. Blöde ist halt, dass ich die wahrscheinlich auch nicht kaputt machen kann. Ah, so geht das. Ich muss die so verbiegen, dass die. Aha. Komm, 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 komm. Ihr geht alle kaputt. Ihr geht alle kaputt. Geht alle kaputt, bitte. Bitte. Kommt schon. Danke. Ich bin beim Endgegner. Die Pflanze! Plopp, da ist sie! Ei, das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich echt nicht gedacht. Komm, 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 jetzt! Ja! Das ist ein fieser Boss. Der ist richtig mies. Aber ich habe immerhin schon mal rausgefunden, wie er geht. Von dem her. Das Einzige, was ich mich halt jetzt noch frage. Boah. Ob ich diese beiden unteren Ärmchen kaputt machen könnte. Nein, kann ich offensichtlich nicht. Oh, okay. Hey. Woher soll ich das wissen? Das war ungerecht. Ich habe keine Ahnung, ob mir der Ripple Laser bei dem Kampf irgendwas bringen würde, aber naja. Ich wüsste jetzt nicht, was ich sonst machen soll, weil ich glaube, ein Speed-Up bringt mir gegen den Sog dieser Pflanze auch nichts. So, jetzt macht sie einmal komplett. Jetzt macht sie einmal so, genau. Entschuldigung, was soll ich da machen? Was soll ich gegen diesen Sog machen? Könnte doch wenigstens so sein, dass mit ihren Pflanzen. Wow! Hab ich viele Leben. Könnte wenigstens sein, dass du mit ihren Ärmchen da nicht schießt, wenn ich schon schlecht ausgerüstet bin. So. Also jetzt bin ich sehr schnell. Mal sehen, ob das gegen den Sog irgendwas bringt. Wenn ja, okay. Dann weiß ich ja wenigstens, was ich tun. Das mein einziges Problem momentan mit dem Gegner ist halt, dass ich keine Ahnung habe, was ich gegen ihn anstellen soll. Tatsache, das ist die Lösung. Das ist gemein. Das ist fies.
aber gut, es ist eine Lösung und besser als nichts. Auf der anderen Seite könnte ich nicht einfach auch hinter der Pflanze bleiben? Nee, damit grenzt sie es ab. Verdammt, aber ich hab jetzt eine Möglichkeit. Ich weiß jetzt, was ich tun muss. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Durch kleine Gegner brauche ich nicht. Ja, jetzt bin ich wieder zu langsam, glaube ich. Ich bräuchte schon alle Speed-Ups. Aber jetzt, glaube ich, zieht sie mich zumindest langsamer an. Hoffe ich zumindest. Ne, sie zieht mich immer noch nicht an. Also zwei Speed-Ups brauche ich, damit sie mich nicht anziehen kann. An sich eine interessante Gegnerdynamik, muss ich zugeben. Das ist echt keine blöde Idee. Einzige Nervige bei dem Pflänzchen hier sind halt noch ihre kleinen Ärmchen. Okay, gut, dass sie mich da nicht erwischt hat. Kann die nicht irgendwann wieder von vorne mit ihrem Schema anfangen? Ja gut. Ganz von vorne natürlich nicht. Das würde heißen, dass sie erstmal mit ihrem Kopf nach unten schlagen würde, wo ich nicht ausweichen kann. Aber naja. Komm. Wir kriegen es noch raus. Ne? Dann darf ich zwar immer noch keine Safe States hernehmen, aber ich weiß, wie ich den Boss hier klein kriege und. Das wäre doch auch was. Fakt ist, abgesehen davon aber, dass nachdem Boss hier die Folge beendet ist, ich habe noch ein bisschen was vor. Sag mal so. Kannst du nicht einfach ein bisschen früher drauf gehen? Fräulein. Komm, geh drauf! Ja! 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 Leute! Die Pflanze ist erledigt. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Aber gut, sehr gut. Wir sind weiter. Keine Save States. Nein, wir machen weiter. Geil! Gut, dann würde ich aber sagen, das war definitiv genug für die heutige Folge Gradius 3. Wir sehen weiter. Ich freue mich drüber. Und in der nächsten Folge sehen wir uns mal an, wie der siebte Level von Gradius 3 so aussieht. Ich bin Xi. Bis morgen, Leute. Ciao.